Hallöchen, Schnucki. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Einpack-Video. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. Ja, macht mir sehr viel Spaß und freut mich auch total, dass die Videos so gut bei euch ankommen. So, starten wir gleich mal mit der Bestellung für Katja. Katja hat auch schon öfters zugeschlagen und auch diesmal wieder. Und sie hat sich dieses Mal beide Bubbles ausgesucht. Die Summer, Summer, warum sag ich mal Summer? Die Summer Bubble und die Winter Bubble. Hilfe. Katja, vielen Dank für deine Bestellung. Ja, wenn du das Video siehst, wie immer ist höchstwahrscheinlich alles schon bei dir angekommen. Ihr kennt das ja, die YouTube-Videos, die dauern immer ein bisschen länger beim Drehen, weil ich nicht immer alles hintereinander wegdrehe, sondern an mehreren Tagen aufnehme. Und die meisten, die das dann, oder die sich dann schon wieder erkennen in den Bestellungen, die haben das dann auch schon zu Hause. So, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, ab zur nächsten Bestellung. Die Bestellung für Michelle kann ich jetzt gar nicht so großartig in schön einpacken, weil sie hat sich einmal die Aufbewahrungsdosen ausgesucht und einen Puschelstift in grün. Und die Dosen müssen natürlich safe und sicher verpackt werden, damit die auch schön heil ankommen. Und ich glaube, für den Puschelstift habe ich da gar nicht so richtig Platz, um das etwas hübscher zu gestalten. Guck mal, schneiden kann sie auch nicht richtig. Schief und krumm. Sorry. Aber bei dem Verpackungsmaterial, da kann ich mir auch einfach immer keine Mühe geben. Das ist immer so. So, aber ich glaube, so geht's. Und dann gucken wir mal, dass wir den Puschelstift irgendwie daneben kriegen. Schwierig. Schwierig. Ich brauche einen anderen Karton. Zum Glück haben wir alle Größen parat. Also packen wir das noch einmal um. Zack, Puschelstift. Und einmal die Visitenkärtchen. Et voilà. Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht. Das rutscht ja jetzt auch so hin und her. Moment. Knischeln wir halt noch ein bisschen Papier mit rein, damit das nicht ganz so umhergeschleudert wird. So, et voilà. Liebe Michelle. Nicht schön, aber mit ganz viel Liebe. Ja, manchmal geht's halt einfach auch nicht, ne? So. Ja, liebe Michelle, auch dir vielen Dank für deine Bestellung. Diese Bestellung ist für Annika. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. Vermutlich ist die Aktion dann auch schon beendet. Sie hat nämlich zugeschlagen und drei Secret Picture bestellt. Gibt ja gerade die Aktion Zahl 2 kriegt 3. Und die Aktion ist ziemlich gut bei euch angekommen, muss ich sagen. Ja, deswegen vermute ich, dass wenn das Video rauskommt, dass diese Aktion dann auch schon beendet ist. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal so eine ähnliche Aktion. Ja, auf jeden Fall warte ich ja noch auf die kleinen Goodies. Ich habe ja ganz tolle Goodies bestellt, die ihr dann, wenn die da sind, zu jeder Bestellung mit dazu bekommt. Ich hoffe, dass die wirklich bald ankommen und ich euch da schöne Sachen mit einpacken kann. Gerade, weil ihr auch immer so viel und auch teilweise einige Leute, ups, zu Ende, so oft bestellen, will ich mich jetzt einfach mal bedanken, ne, mit so einer Kleinigkeit. So, wartet mal. Also ich bin sowas von überhaupt nicht multitaskfähig. Ich weiß, habe ich auch schon 100 Mal erwähnt, aber oh, zwei Sachen gleichzeitig machen fällt mir unheimlich schwer. So, Aufkleber drauf, Etikett kommt auch gleich noch. Annika, vielen Dank für deine Bestellung. Hier wird es jetzt ein bisschen bunter, denn die Nadine hat sich ein paar AB-Farben aus meinem Shop bestellt. Und die verpacken wir jetzt mal zusammen, dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie die eingepackt werden. Aber ich glaube, ich habe das letztens auch schon in einem Video gezeigt, oder? Also, ich packe die alle nochmal in ein weiteres Zipperbeutelchen, das für den Fall, dass doch eine Tüte aufgehen sollte, das halt nicht komplett rausstreuselt. Und ich packe immer unterschiedliche Farben zusammen, dass eben genau aus diesem Grund, wenn was rausfällt, nicht sich ähnliche Farben mischen, sondern man sofort erkennen kann, welche Farbe in welche Tüte gehört. Das ist schon ziemlich schlau, ne? Obwohl, ich hätte es jetzt auch ganz einfach machen können. Hier mache ich noch schwarz mit rein. So, hier einmal. Et voilà, das tauschen wir noch einmal um. Und dann kommt das Ganze noch in einen Extrabeutel. Hupsi. So,
ich habe eben noch mal bei YouTube geschnökert in den Kommentaren, ob da noch Fragen sind, die ich hier nebenbei so ein bisschen beantworten kann. Und da habe ich eine Nachricht von Nele gefunden. Bevor ich die beantworte, ich möchte euch bitten, schreibt doch auch gerne bei diesem Video in die Kommentare einfach ein paar Fragen in Bezug auf Diamond Painting und Co. Dann kann ich das vielleicht während des Einpackens immer mit beantworten. Und dann haben diese Videos für euch auch noch einen gewissen Mehrwert. Ihr erfahrt dann wieder irgendwelche Sachen oder irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ich rede nicht einfach nur so übers Einpacken. Das stört mich nämlich auch, weil es ist auch eigentlich immer langweilig, wenn ihr diese Videos seht, oder? Weil ja immer das Gleiche passiert. Ich packe ein und mehr passiert ja auch nicht. Aber vielleicht gefallen euch auch die Videos. Kurz zurück. Die Nele hat gefragt, was man machen kann, wenn das Bild nicht mehr klebt und kein einziger Stein mehr dran hält. Da gibt's ja einen super Trick, und zwar ist das dieser Tesa-Kleberoller. Ich habe zwei davon. Eine habe ich ja schon ausgepackt und einmal euch gezeigt, auch schon in einem YouTube-Video. Und ich habe jetzt gerade nur die gefunden. Auf jeden Fall, bla bla bla, so unwichtige Information. Also auf jeden Fall, wenn ihr wirklich mal kleinere Stellen habt, wo das Bild nicht mehr klebt, einfach so einen Kleberoller besorgen, drüber fahren und dann halten die Steine wieder perfekt an der Matte. Und wenn ihr am Schluss nochmal komplett das ganze Bild versiegelt, habt ihr gar keine Probleme weiter. Und eure Steine werden auch langfristig halten. So, da hat sie es jetzt erklärt. Jetzt kommen wir zurück zu der Bestellung von Nadine. Die Steinchen sind einmal eingepackt. Dann hat sie sich einmal noch ein Seifenblasenbild bestellt und einmal den Notizblock mit der Katze drauf. Und das Ganze packe ich jetzt einmal ein. So, Nadine, bisschen Pappe noch oben drauf, so, damit das alles schön safe ist, zumachen und ja, Nadine, dann geht auch dein Paket ab zur Post. Oh Mann, ich hasse das, wenn sich der Klebestreifen hier verdasselt und ich hasse laute Rollen. Das ist nämlich so eine billige Rolle und die macht immer so viel Krach. Die von Tesa, das sind so richtige Flüsterrollen, die sind ganz leise beim Abrollern, aber das hier, hört mal. Richtig ätzend. Aber hier ist noch ein bisschen was drauf, deswegen wird das nochmal mitverwendet. So, und dann kommen wir gleich direkt zur nächsten Bestellung. So, und habe ich euch am Anfang des Videos gesagt, dass ich dieses Video über mehrere Tage aufnehme? Ist nicht der Fall, denn irgendwie sind heute ziemlich viele Bestellungen am Start und deswegen können wir das alles in ein Video packen. Und hier gehen nochmal Secret Picture auf Reisen, einmal an Annalena und einmal an die Melanie. Ihr beiden, vielen Dank für eure Bestellungen. Das große Einpacken erspare ich euch jetzt mal, das kennt ihr ja, Karton, zack, reinpacken, fertig, ist ja alles immer ein Abwasch. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Einschalten und wenn ihr gerne mal bei meinem Shop vorbeigucken wollt, www.tinischnickschnack.de, kennt ihr alles, ist in der Infobox verlinkt, Rabattcode entweder Tini10, um 10% zu sparen, oder wenn die Aktion doch noch laufen sollte, ich weiß es nicht genau, dann benutzt ihr einfach den Rabattcode SECRET und könnt 3 Secret Picture abstauben und müsst nur 2 bezahlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert bitte Fragen einmal in die Kommentare, damit ich was zum Beantworten habe beim nächsten Einpacken oder vielleicht auch beim nächsten Diamond Painting Tagebuchteil. Das wäre richtig cool. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Habe ich das gerade schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, würde mich mega freuen. Und in diesem Tschüss. Hilfe!